Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Herzlich willkommen Ende Jänner. Heute schneide ich mir ein paar Reiser von meinen Obstbäumen, weil fürs Tumpfiland, da brauche ich mehr Obstbäume, die was ich selber veredeln werde. Und wie gesagt, dazu brauche ich eben die Reiser von meinen Bäumen. Als erstes, welche Kriterien sollte ein Reiser oder ein Edelreiser erfüllen? Erstens, es sollte ein einjähriger Trieb sein. Zweitens, er sollte nicht verzweigt sein, sondern ein gerader Ast. Und die Stärke von dem Reiser sollte so ungefähr eine Bleistiftstärke sein. Da habe ich gleich einen ersten Reiser, den ich brauche. Der Ast gehört sowieso weg, weil er ja dann in die anderen Äste wachsen würde. Das ist im Prinzip zweifacher Nutzen, Obstbaumschnitt und Reiserschnitt. Ein sauberer Schnitt und da könnt ihr schon sehen, schön gerade, da hat er überall die kleinen Knospen, die was wir dann nutzen werden, um eben diese Sorte auf eine Unterlage zu veredeln. Das sieht man jetzt auch recht schön. Da geht ein Trieb rein in die Krone, ist auch ein einjähriger, schön gerade, ohne irgendwelche Querästchen. Und den werden wir da gleich entfernen. Somit Baumschnitt inklusive Reisergewinnung. Ebenfalls wie bei der Marille schaue ich, welche Äste gehören sowieso raus beim Obstbaumschnitt und somit habe ich wieder doppelten Nutzen, Reiser und Obstbaumschnitt. Hier sieht man wieder ein gutes Beispiel, da wächst ein Ast gerade nach oben, der kollidiert mit dem Ast und ich will sowieso nach außen ableiten, das heißt dieser Ast, dieses einjährige Reis, das schneide ich da gleich ab. Somit Edelreis und Baumschnitt in einen. So sehen die Edelreise jetzt aus. Einfach schöne, gerade, einjährige Triebe in einer schönen Bleistiftstärke. Zur Lagerung von den Edelreisern. Die Edelreiser werden in ein Papier eingewickelt. Ganz einfach eindrehen. Da könnt ihr Zeitungspapier nehmen oder so Paketbackpapier. Schön einwickeln. Das Ganze natürlich beschriften. Und ich lagere meine Reiser im Kühlschrank für ein paar Wochen. Danach wird eh schon veredelt. Aber wenn ihr einen Erdkeller habt, das ist dann noch besser. Einfach kühl und nicht zu trocken lagern das Ganze, weil die Reiser sollten nicht austrocknen. Was noch zum Reiserschnitt gesagt werden sollte, es sollte an einem frostfreien Tag geschehen. Es sollte zwischen Dezember, Jänner, Februar geschehen, während der Baum noch in der Saftruhe ist. So, das war das kleine Video, in dem ihr seht, wie ich meine Edelreiser schneide. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.